Gerhard, herzlich willkommen zurück, Stage Diver Rock Music TV. Servus. Servus. Neben Hammerschmidt war ja oder ist immer noch aktuell eben Magical Heart. Genau, Magical Heart ist 2014, glaube ich, entstanden. Der Chris wollte eigene Songs machen. Ich habe zuerst gemeint, es wäre so ein bisschen covern oder irgendwas, ein bisschen zum Spaß. Aber das wurde dann doch plötzlich ernsthaft. Das wurde dann plötzlich ernst. Das war eigentlich irgendwie so, ich hab's zuerst nicht und dann habe ich halt einmal den Chris gefragt, was machen wir jetzt? Wollen wir das jetzt richtig machen oder nicht? Und da hat man schon ein paar Songs, und eigentlich hat man dann auch schon den Bandnamen und so ist eigentlich dann Magical Heart entstanden. Also Urmann und ich hatten den Namen gefunden. Der Urmann hat Magical und ich habe Heart. So ist eigentlich entstanden. Wer Kiss auf Kiss steht, dann war klar, dass irgendwas in Magic und Heart sind. So ist halt dann entstanden. Ja, wie gesagt, mit Magical Heart bin ich jetzt immer noch ein bisschen am Machen. Ne? Ist ja gerade die neue Single Take Your Time rauskommen. Auf eine ganz andere Art und Weise, wie man sonst gewohnt war, nämlich alles online. Online, ja. Es ist halt die Überlegung, wir haben die ganze Zeit überlegt, machen wir eine Platte oder links und das ist halt immer, es ist viel Aufwand, kostet viel Geld, musste man in Vorleistung gehen als Band leider und wenn du halt eine komplette Scheibe oder Platte machst oder CD, ist eigentlich nur eine CD, ist das echt immer viel Aufwand und Geld. Dann haben wir gesagt, schauen wir, dass wir immer irgendwie 5 Songs aufnehmen und vielleicht immer so ein bisschen nach und nach einen Song rausbringen. So ist die Idee jetzt entstanden. Ja. Ich glaube, August kommt nochmal ein Song von Magical Heart. Also, schauen. August ist geplant. Du hast aber auch, um so auf ganz lange Jahre hinaus fit zu bleiben, ab und zu Auszeiten genommen. Genau. Soweit ich mich erinnern kann, gab es da so einen freiwilligen, einschneidenden Moment und hast dich auf die Socken gemacht und bist zu Fuß. Wo bist du denn zu Fuß hingegangen? Ja, ich habe den Jakobsweg gemacht. Das war 2017. Da hat man gerade eigentlich die Magical Heart, da war gerade auch die Aufnahmen von Magical Heart. Ich glaube, da war bloß nur Gesang. Genau, der Urmann hat dann nur noch den Gesang gemacht und ich habe irgendwie Auszeit gebraucht. Ich habe da so ein bisschen leichten Burnout gehabt. Richtig so, ich habe gedacht, da war alles zu viel, Hammerschmidt, Magical Heart, dann auch geschäftlich und wie auch immer. Dann habe ich irgendwann gesagt gehabt, ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal, ich bin dann mal weg. So, wie es der Harpe Kerkeling gesagt hat. Und habe ja geschaut gehabt, wo kann ich hingehen? Und dann bin ich den Küstenweg, also den Jakobsweg, den Küstenweg gegangen und erst halt in Spanien ging der los und bin halt irgendwann so knapp 1000 Kilometer gelaufen. So, ne? War das der Weg zu dir selbst? Nee, es war eigentlich, dass ich meine Ruhe mal. Also ich war nicht auf der Suche nach irgendwas. Ja. Also es ging mir nicht, dass ich irgendwas finde, weil da bin ich so oft gefragt worden, und hast du das jetzt gefunden? Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich nichts suche, finde ich nichts. Genau, ich habe eigentlich nie was gesucht. Oder hast du irgendwas geändert dann danach? Ich hätte vielleicht ein bisschen was ändern sollen. Ich habe danach viel zu viel gemacht dann wieder. Das war mein Problem. Du hast voller Energie. Ja, weil ich voller Energie. Bei mir ist es so, wenn ich dann so ein bisschen runterkommen bin, habe ich wieder so viel Energie. Und eigentlich war es nur so, dass ich mal runterkomme. Also es war einfach eine Auszeit für mich. Und dass ich sage, jetzt gehe ich mal. Und habe auch nicht, wie gesagt, man wird immer gefragt, und jetzt? Und ich immer, was? Was wie? Jetzt? Wie? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es dich jetzt nicht gefragt. Nein, du hast mich nicht gefragt. Ja. Nee, es hat jetzt nicht irgendwie, aber für mich war das, und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich würde es am liebsten jedes Jahr machen, aber es ist halt zeitlich und vom Geld nicht machbar. Weil du brauchst 6 Wochen, 6, 7 Wochen und ist halt einfach zeitlich nicht immer leider machbar. Aber es ist sicherlich eine besondere Herausforderung und du hast sehr viel mit Natur zu tun, mit anderen Menschen, die da hier und da doch über den Weg laufen. Ja, das ist auch passiert. Ja, und dann natürlich eben auch diese bombastische Aussicht auf den Atlantik und dann die Belohnung am Schluss. Genau. Also es hat schon sicher was. Das hat was. Also, obwohl ich sagen muss, ich war, wie in Santiago ankam, war ich sogar ein bisschen enttäuscht. Was hat dich da ein bisschen auf den Boden zurückgeführt? Wenn man das war die Stadt selber. Echt? Ich war von der Stadt total enttäuscht. Man ist ja so, man hat, jetzt kommt man da an und dann kommt da hin. Eigentlich ist ja so das Ziel, da hinzukommen. Und in dem Moment, wie ich in die Stadt kam, habe ich gedacht, nee, eigentlich ist das überhaupt nicht das Ziel.
Das Ziel ist eigentlich der ganze Weg, wo du läufst. Ja, das ist ja schon fast philosophisch. Ja, das war wirklich so. Da bin ich, dann habe ich gedacht, ja, und ist das alles da? Ja. Die Stadt war eigentlich zu sehr kommerziell. Das war zu laut, zu viel, zu irgendwie. Das hat man. Ich wollte eigentlich 2 Tage in Santiago bleiben und dann bin ich ja nach dem ersten Tag wieder weiter nach Finisterre gegangen und das war mega. Das war dann nochmal so. Finisterre war dann richtig cool. Das war das Ende der Welt. Ende der Welt, und da war es für mich so, das war dann so ein toller Abschluss und dann war es okay. Ja. Aber zu Fuß bist du nicht zurück, sondern du bist geflogen. Nee, ich bin dann wieder geflogen. Ne? Und hast du dann in der Zeit schon wieder gedacht, das könntest du ja künstlerisch umsetzen, was da unter anderem so ein bisschen... Ja, der Song Rock'n'Roll Camino ist mir dann eingefallen. Der ist mir eigentlich schon während dem Camino. Wir haben immer nur gedacht, ich kann jetzt einen Song machen. Hat leider keine Gitarre da. Einmal hatte ich eine, aber es war zu kurz. Und dann habe ich irgendwie die Idee gehabt und habe mir dann immer bloß so Notizen an meinem Handy gemacht, vom Text her. Hat mir das immer so irgendwie bloß mit kurzen Notizen aufgeschrieben. Und dann, wie ich daheim war, habe ich dann angefangen, den Song zu machen. Und bin auch ganz happy, dass meine Tochter den dann gesungen hat, weil ich habe sie gefragt und sie, ja, okay. Na, aber dann bin ich happy gewesen, dass sie den gesungen hat. Und dann sind wir ins Studio und haben den auch mit dem Tilly, der war am Schlagzeug von Bowman, sau cooler Schlagzeuger, ne? Und der Bassist ist der Philipp, das ist der Sohn vom Armin, also von unserem Hammerschmidt-Bassisten, hat dann auch eingespielt und Gitarren habe ich so ein bisschen gemacht. Ne? Man könnte fast munkeln, die sind alle miteinander ja, nicht so verbunden. Man kennt sich also, ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine, auch gerade für deine Tochter, die ja wirklich eine tolle Stimme hat. Ja, also ja, wir haben ein bisschen dran gearbeitet und sie hat dann auch, habe ich ihr gesagt, sie soll mal ein paar Coachstunden nehmen, hat sie dann bei der Sandrina gemacht. Ah ja. Und dann sind wir erst ins Studio gegangen. Hat sie auch dann im Studio beim Fabi OGM, hat es dann sogar ein bisschen testen dürfen, da haben wir noch nicht aufgenommen. Ich habe gesagt, sing einfach mal, dass du mal das Studio-Feeling kriegst und dann, ja. Und so ist der Rock'n'Roll Camino entstanden. Und für mich hat der große Bedeutung, wenn ich den höre, und der Text, wie gesagt, das ist einfach, das war halt 2017 mein Weg. Ja. Und dann hast du ja eine andere Exkursion erleben dürfen, so ein bisschen anders einschneidende Situation in deinem Leben. Letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, hast du gedacht, du brauchst mal Urlaub. Genau. Aber das war dann doch nicht so erholsam. Leider, der vorletzte Tag war total, ja, haben sie mich gefragt, da habe ich welche kennengelernt, Schweizer. Dann hat der mich gefragt, ob ich zum Quad mitfahren. Ja, dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Da hat meine Frau sogar gefragt, soll ich das machen? Eigentlich wollte ich mich ausruhen, also am letzten Tag in dem Sinn. Und sie, ach na, das wollte ich schon immer machen. Und sage ich, ja, okay, dann fahre ich halt mit. Wir fahren und es ist alles super gelaufen, es war cool, waren wir bloß zu dritt, haben richtig Gas gegeben. Ja, langsam fahren ist ja langweilig. Nichts gut für dich. Ist nichts für mich. Ja, und dann irgendwie, ich glaube, 10 Minuten vor Schluss bin ich einen Stein ausgewichen und dann ist das ganze Quad ist weggefahren und ich bin geflogen. Dann war halt lauter so die Stein, sehr Steinwüste, hat es mich zerbrettert. Ich habe erstmal, war nur am Boden, habe gedacht, ach, das kann jetzt nicht wahr sein. Das war das Erste, was ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich bin noch nie von so vielen Ärzten angeschaut worden. Ich glaube, die haben auch noch geschaut, ob ich schwanger bin. Weil Ultraschall ist auch gemacht worden. Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen, das war im Arsch. Ich hatte ja dann eine Operation. Die Platte ist immer noch drin, die kommt noch dieses Jahr raus wahrscheinlich. Doch eine Platte aufgenommen. Und doch eine Platte, aber leider im Körper. Ja, aber die kommt raus und... ja, das wird schon alles recht gut. Also es hat alles gut geklappt, weil ich habe keine Einschränkungen in dem Sinn fürs Gitarrenspiel gehabt. Das ist natürlich total entscheidend. Aber ein bisschen Schiss hatte ich schon kurz, ja. 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 Na gut, und jetzt kam natürlich das, womit wir momentan alle konfrontiert sind. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe das noch nie gehört. Nein, das ist irgendwie, wir wissen zwar, dass es existiert, aber heißt das aber? Wie heißt denn das? Also, wenn wir nahe drauf kommen, dann sagen wir es. Dann sagen wir es, weil ich glaube, das kennt eh keiner, weil, nee, es ist nicht so aktuell im Moment. Nicht wirklich, nee. Aber anscheinend hat es doch so ein bisschen Auswirkungen, speziell aufs Musikbusiness. Das ist ja. Ja, das hat nicht nur Auswirkungen aufs Musikbusiness, sondern eigentlich generell auf die ganze Welt. Und
Ja, aber die Musik leidet generell darunter, oder die ganzen Künstler, sagen wir es jetzt auch, Theater oder wie auch immer, oder auch die ganzen Event-Firmen, die leiden alle darunter. Etwas, was ich ganz spannend fand, das ist nämlich die Geschichte One Vision, und das ist ja die Idee. Ja, die ist eigentlich wirklich aus einer komischen Idee entstanden. Ich war daheim gehockt und habe gedacht, irgendwie das ist cool finden, weil man hat ja Zeit gehabt in der Corona-Zeit, oder die ist ja immer noch, oder bei dem Lockdown, und dann habe ich halt angefangen, irgendwie wieder ein bisschen Musik zu machen, dass man ein bisschen motiviert ist, und dann ist mir irgendwie eingefallen, irgendwie das ist cool finden, wenn so mehrere Gitarristen spielen werden. Ja, und dann habe ich irgendwie so einen Track halt aufgenommen, und habe halt die Gitarristen mal so ringsherum gefragt, und da haben dann doch ein paar mitgemacht, ne? Und dann habe ich nicht gewusst, wie nenne ich das Ganze, und habe es einfach One Vision United Guitars genannt. Und dann haben mehrere Gitarristen eingespielt, und ist super geworden. Also ich bin echt sehr überrascht, und es war Nummer 1 von One Vision, und ja. Ja, aber die waren 12 Gitarristen, 12 Musiker, die da hier zusammen sind. Ich habe 12 waren sie. Ich muss immer wieder nachzählen, wie viele mehr waren. Also ich hab das mal irgendwann mal gedacht, die 12 Apostel waren da unterwegs. Ja, genau. Und halt ein Keyboarder, der Helmut, genau. Der hat mir ja auch geholfen da, genau. Ja. Und dann habt ihr das, deine Idee war ja auch, so eine Art Spendenaktion daraus zu machen. Genau, und dann habe ich eigentlich dieses Bittersweet Symphony, weil es ein Song, den mag ich total gern. Den wollte ich eigentlich dann alleine so machen und habe gedacht, ja, vielleicht singt meine Tochter den wieder. Und dann habe ich gedacht, ja, kann man mit mehreren Sänger oder Sängerinnen machen. Ja, ich wusste nicht, was das für Arbeit war. Weil ich dachte, ja, ich frage mal ein paar Sänger oder Sängerinnen, aber dass alle zusagen, dachte ich auch nicht, ne? Weil das ist echt eine mega Arbeit, dass das aufgenommen ist und dann, dass das auch stimmlich irgendwie passt und dann halt auch mit Video. Dann habe ich das Bittersweet gemacht und dann habe ich mir nur gedacht, die haben das alle umsonst gemacht. Und wie gesagt, ich habe das auch unter One Vision laufen lassen, Bittersweet Symphony. Und dann habe ich mir nur gedacht, irgendwie möchte ich gerne eine Wertschätzung haben. Und Geld fließt im Moment nicht so locker, weil keine Auftritte sind. Dann habe ich mir gedacht, ja, mach halt das als Startnext-Kampagne. Mhm. Und die hatten dann irgendwie das angeboten in so einer Corona-Krise. Dann musste ich mich bewerben, wusste nur nicht mehr, ob ich überhaupt angenommen werde. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das so locker ist, man kann sich da so einfach mal Spenden sammeln, sondern... Was prüfen die da? Den Sinn dahinter? Den Sinn dahinter, genau. Also die Ernsthaftigkeit natürlich. Die Ernst. Man muss es schon belegen, die schauen sich das an und dann kriegst du das Go und dann kannst du sozusagen, dass die Leute spenden oder unterstützen, nennen wir es mal unterstützen. Spenden hört sich immer so... Hat so einen Beigeschmack, gell? Ja, es ist immer so... Wen wolltest du damit unterstützen? Was die ganzen halt? Musiker eigentlich, die mir geholfen haben. Das sind diese 12 Gitarristen und dann... Wie viele Sänger waren es jetzt? Du weißt das jetzt auch nicht, gell? Also eine weiß ich, Sandrina. Ja, auf jeden Fall waren wir insgesamt 24 Leute, das weiß ich. Für die wollte ich jetzt sozusagen das bisschen so Entlohnung oder Wertschätzung. Und das habe ich halt einfach gestartet und ich dachte zuerst mal, ja, werde nicht viel zusammenkommen. Aber bin dann doch überrascht gewesen, dass doch 2600 und noch irgendwas irgendwie zusammenkam. Das ist doch eine schöne Summe. Und das Schöne daran ist auch noch, dass einige Musiker auf ihren Anteil verzichten, damit für die Musiker, die im Moment nichts verdienen, ein bisschen mehr bleibt. Das nennt aber richtige Solidarität. Ja, das muss ich jetzt echt sagen. Also ich kann es jetzt noch nicht direkt sagen, wie viel jeder bekommt, aber normal wäre es jetzt fast für jeden 100, ein bisschen über 100 gewesen. Aber so kann es sein, dass vielleicht jeder 200 bekommt oder so, die dabei sind. Und
Das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, es ist eine Wertschätzung, es ist eine Anerkennung. Ja. Das es geht ja nicht so nur ums Geld, sondern es ist einfach nur, mir liegt die Wertschätzung an der Musik und dass man das nicht immer für alles umsonst bekommt. Das ist immer das. Ja, das ist ja das große Thema in dem Musikgeschäft generell. Genau, weil du kriegst schon alles, du kannst alles runterladen und alles umsonst. Und es hängt echt viel Arbeit. Also schon alleine dieses Bittersweet Symphony, was das an Arbeit, ich mache das zum Beispiel gern, aber wenn ich dafür bezahlt werden würde, das... Das ist wahrscheinlich unbezahlbar. Das hat der Karl Valentin schon gesagt, dass Kunst zwar schön sei, aber viel Arbeit macht. Ja. Das ist wahrscheinlich, aber ich habe es gern gemacht und wie gesagt, es ist ein bisschen was rauskommen dabei und mehr als ich gedacht hatte. Und ja, das Coole bei dieser Aktion ist bei Startnext, man bekommt das Geld trotzdem, auch wenn man das Founding-Ziel Nummer 2, da habe ich 3000 angegeben, nicht erreicht, man bekommt alles. Ja, das und ist auch sinnvoll. Das Startnext nimmt auch die Provision nicht, die nehmen immer 4-7%, das kann man selber entscheiden. Das bekommt man einfach dann auch dazu. Sehr faire Geschichte. Das ist eine faire Geschichte. Man bekommt das ganze Geld und das ist cool. Und wenn jetzt von euch einer das noch nicht kennt, wo kann man sich das anhören? Wo hast du das platziert? Also auf YouTube. Also da habe ich ja meinen eigenen Kanal, also den Gerne Rockt Kanal. Und da kann man es anhören. Da kann man das ist United Guitars und Bittersweet Symphony anhören. Was ist für dich das Resümee? Würdest du das nochmal machen oder hat sich das schon fast überholt durch die aktuelle Situation? Nein, also auch wenn Corona dann vorbei ist oder so, wahrscheinlich werde ich nochmal sowas machen. Es ist schon wieder was in Planung. Ich wurde schon wieder gefragt. Ich wurde gefragt und es wird wahrscheinlich, der hat mich gefragt, wir können es gerne unter One Vision laufen lassen. Da sind wieder Musiker dabei und es ist auch was ich jetzt gern mache, weil es auch ein Song ist. Es ist ja Filmmusik, ne? Oder Serienmusik. Und aber alles noch Top Secret. Top Secret, noch nicht drauf eingehen. Weil ich, genau, das ist noch Top Secret. Aber da ist was in Planung nochmal bei One Vision. Also von daher, ja. Cool. Das ist eins deiner Pläne, die du demnächst hast, eben das so umzusetzen. Irgendwas anderes noch, was jetzt zum Beispiel Live-Auftritte wieder anbelangt. Gut, Planung ist relativ kompliziert aufgrund der gegebenen Situation, aber heißt das trotzdem, dass du mit der Band probst und dir sehr wohl die Weichen jetzt stellst? Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall mal gesagt, wegen Corona, ich gehe nicht in den Übungsraum und übe mit Maske, weil ich finde das einfach, das ist, mit Maske ist einfach zu anstrengend. Ja. Und ich sehe im Moment jetzt für Band generell, man kann als Spaßproben gehen, aber jetzt hat, ja, ich brauche ein Ziel. Bei mir ist es immer so, ich brauche ein Ziel. Und wenn ich jetzt kein Live-Ziel im Moment habe, fällt es mir auch schwer zu proben. Mhm. Da tue ich mich echt schwer. Wenn ich sage, ich würde jetzt irgendwie ein bisschen covern zum Spaß, dann bin ich für sowas bin ich immer zum Hamm. Aber wenn ich sage, jetzt ernsthaft, ich habe wie Magical Heart oder wie es mit Hammerschmidt war, wenn ich da kein Ziel habe, sage ich, ich habe jetzt ein paar Auftritte, fällt es mir ein bisschen schwer zum Proben. Ein Notfall, es musst halt 800 Mal ein Solo üben. Ja, dann, genau. War es 800 Mal oder so? Ungefähr? Ja, 666 Mal. Ja, das ist ja auch der Haken an der Kunst, da gibt es immer was zu tun. Genau. Ja. Gibt es irgendwas, auf was du dich besonders freust jetzt die nächste Zukunft, was da auf dich wartet oder was du dir Ich habe im Moment gerade überhaupt noch gar nicht richtig einen Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil sich eventuell eben halt auch beruflich und privat noch ein bisschen was ändern wird, von daher, alles ist noch ein bisschen lösen. Genau. Aber das macht ja nichts, weil eine Vorfreude ja auch, also eine zweischneidige Angelegenheit ja, ist. Ja, genau. Und so gesehen ist es schön, das Hier und Jetzt zu genießen. Genau, auf jeden Fall. Und damit wären wir jetzt beim Hier und Jetzt, nämlich an dem Ende angelangt, unseres zweiten Teils des Interviews mit Gernot Kreuz. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, dass du da warst. Macht total Spaß. Hat super viel Spaß gemacht. Rock'n'Roll, keep on rocking und bleibt uns treu. Jo. Servus. Servus.